Wie wählst du die PolitikerInnen aus, die im Parlament noch das stimmen, was du willst? Ich habe drei Tipps für dich. Erstens, ich beantworte auf smartvote.ch ein paar Fragen. Zum Beispiel, würdest du mehr Fleisch essen, wenn du wüsstest, dass pro Steak ein Baum gepflanzt wird? Ich beantworte ein paar Fragen zu meinen Einstellungen und finde so heraus, welche Parteien und Kandidierenden von meinem Kanton am nächsten bei meinen Ansichten sind. Eine Allianz von Umweltverbänden hat das Abstimmungsverhalten von unseren PolitikerInnen zu den relevantesten Abstimmungen über erneuerbare Energie und Umweltschutz analysiert. Du siehst auf einen Blick, wo Politikerinnen aus dem Kanton stehen, zum Beispiel in Sachen erneuerbare Energien. Es gibt Leute wie Christian Imark, die in 0,8% für die Energiewende und die Umwelt stimmen. Stattdessen könntest du im Nationalrat eigentlich auch einfach einen Laubbläser laufen lassen. Oder es gibt Leute wie Martina Munz von der SP. Sie stimmt in 100% der Fälle für die Umwelt. Sie ist 100% umweltfreundlich. Sie tut sogar das CO2 von ihrem Körper kompensieren und pflanzt pro Einschnaufen ein Gänseblümchen. Wenn sie geht wandern, hüpfen die Eichhörnchen zu ihren auf die Schultern und flüstern: Danke, Martina. Drittens, checke ich mich noch ab, neben dem Lohn für die Parlamentsarbeit vom Bund, woher bekommt die Politikerin sonst noch Geld? Auf parlament.ch, das ist eine Webseite vom Bund, da kannst du auf die einzelnen Köpfe im Parlament klicken, dann scrollst du runter und klickst auf Interessenbindungen. Du siehst, für welche Mandate die Person Geld bekommt und welche ehrenamtlich sind. Ah, der Schmidt sitzt unter anderem noch in zwei Gasverbänden und bei einer Versicherung. Der hat 12 zahlte Mandate, neben seinem Job als Ständerat und seinem Job als Anwalt. Der schafft 300%. Hey, der schafft so viel wie 3 Personen zusammen und schnauft trotzdem nur für einen. Hey, der ist ja mega umweltfreundlich. Du siehst auf der Webseite nicht, wie viel Geld die Person für die Verbandsmandate bekommt. Aber Parlamentarierinnen, die freuen sich sicher über ein persönliches Mail von dir. Die Adresse findest du auch dort. Aber du kannst das Ganze auch als Game Night organisieren. Alle deine Freundinnen googeln Facts zu den PolitikerInnen aus deinem Kanton. Und wer die Person findet mit den meisten Nebeneinkünften, darf beim nächsten Hitzesommer den Ventilator ins Schlafzimmer nehmen. Beim Schmied heisst es laut mehreren Quellen, er bekäme für 4 von seinen 12 Mandaten 400'000 Franken pro Jahr. Ein Anwalt, der neben seinem eigentlichen Job noch mehrere 100'000 Franken verdient. Better call Schmied. Mit dem Schmied hast du den Jackpot. Du bekommst zum Ventilator noch 3 MitbewohnerInnen, die dir die ganze Nacht zuwedeln. In der Beschreibung zu dem Video und in meinem Linktree habe ich dir alle Webseiten aufgeschrieben, die dir bei deiner Entscheidung helfen können. Bitte, geh wählen. Weil wer neu oder weiterhin im Parlament sitzt, das beeinflusst dein Leben und das Leben von uns allen mehr, als du meinst. Ich wünsche dir eine gute Wahl. By the way, ich würde mich mega freuen, wenn du ins Theater kommst, zu meiner neuen Polit-Comedy-Show. Es ist eine Show mit Parodien und Stand-Ups und wir improvisieren jeden Abend eine neue Idee für deinen Wohnort und für die Schweiz. Die neuesten Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch. Hey, alles wird gut.